Ja, hallo, zurück hier beim Patientenkongress Mama Mia. Ich freue mich auf die vierte Session. Er gehört zu mir oder wie sich die Krebserkrankung auf Partnerschaft und Familie auswirkt. Und ich darf begrüßen Frau Karin Burchert von dem Flüsterpost e.V., die sich beide gleich selbst vorstellen werden, und Bianca Malchow, ich denke, eine Betroffene aus dem Raum Kiel. Und das wird eine hochinteressante Runde. Frau Burchert, Krebs in der Familie, was macht das und wen betrifft das? Wie ist das Konstrukt? Ja, Krebs ist also eine Familiendiagnose. Krebs hat Auswirkungen auf die ganze Familie. Im Raum steht die Trauer um den Verlust der körperlichen Unversehrtheit und die Ungewissheit in Bezug auf die Zukunft und auf den Verlauf der Therapie und die Heilungschancen. Sowohl der Partner als auch Eltern, Großeltern, und vor allen Dingen die Kinder sind natürlich stark davon betroffen. Und der Schlüssel für diese Herausforderung in Partnerschaft und Familie ist der Mut zur Offenheit und Kommunikation. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Krebs ist tatsächlich also betrifft die ganze Familie. Bianca, du hast es ja wahrscheinlich selbst erlebt. Magst du mal erzählen, wie das in deiner Familie war? Was ist da passiert, als man hörte, Mensch, hier hat jemand Krebs aus dem engsten Kreise? Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf, Andrea. Mich hat, wie viele andere ja auch, diese Diagnose völlig kalt erwischt. Ich war gesund, sportlich, alles. Und genauso ist es im Prinzip meinem Umfeld ergangen. Also mein Mann hat es als allererstes erfahren und das war kein schöner Abend. Wir waren beide mehr oder weniger die Nacht wach und so hat natürlich jeder aus der Familie reagiert. Also es ist für mich immer, also ich glaube, am Anfang dieser Krebserkrankung, das Schlimmste war für mich immer, wenn ich das jemanden aus der Familie oder auch aus meinem Umfeld, Freunde, Bekannte, wenn ich das sagen musste. Und das war für mich, also das, was Frau Burchert gesagt hat, Offenheit ist sehr wichtig. Das war für mich das Allerwichtigste, dass ich das erzähle. Aber es ist so oft ein Angang gewesen, weil ich zum Teil ja wusste, wie die Reaktionen sind. Und für mich war es sehr schlimm, weil ich hatte nie dieses Gefühl, warum ich mit Krebs? Er war halt einfach da. Aber ich wusste, was ich damit für ein Drama bei den Leuten auslöse. Und das ist das, was für mich so schlimm gewesen ist, es anderen zu erzählen. Und da hatten wir ja eben erfahren, es braucht Offenheit, aber es braucht auch Unterstützung und Hilfe. Und der Verein Flüsterpost, der bietet Unterstützung und Hilfe. Und wie ich gerade hörte, bundesweit, Frau Burchert, erzählen Sie mal, was Sie bieten und wie sich Angehörige oder und auch Jugendliche, Kinder vielleicht sogar auch, oder und auch die Betroffene an Sie wenden können und was Sie bieten. Genau. Ja, wir sind eine psychosoziale Beratungsstelle für Kinder krebskranker Eltern. Das heißt, Anita Zimmermann und Gerhard Trabert, ein Arzt aus Mainz, hat vor über 18 Jahren die Flüsterpost gegründet, weil sie festgestellt haben, beide waren sie berufstätig in Krankenhäusern, dass die Kinder völlig hinten runterfallen. Ja, die Familie hat diese Krebsdiagnose und es wird im Prinzip keine Sorge getragen für die Kinder. Wie kann ich den Kindern vermitteln, dass die Mama oder der Papa erkrankt sind? Wie können wir verhindern, dass die Kinder Schäden dadurch psychische Schäden erleiden, verhaltensauffällig werden. Wie begleiten wir die Kinder, die Familie gut durch diese Zeit? So ist die Flüsterpost entstanden. Wenden können sich die Kinder, die Jugendlichen selbst an uns. Aber natürlich haben wir die ersten Gespräche meistens mit den Eltern, hören den Hintergrund, was sind die Sorgen. Und die Eltern sorgen sich im Allgemeinen sehr um die Gesundheit der Kinder. Und haben oft die Unsicherheit, wie erkläre ich es meinem Kind und wie viel erzähle ich, wie sieht es mit der Dosis aus, was verkraften sie, wie kann ich meine Kinder schützen, soll ich überhaupt mit ihnen darüber reden? Das sind so die Fragen, die an uns herangetragen werden.
Frau Burchert, sind wir nicht alle Kinder? Wie ist der Begriff Kinder bei Ihnen jetzt? Wie geht das? Bis 25, bis 21 oder die Jugendlichen erwähnten Sie, die Ja, gehören das. auch dazu, es sind Kinder. Also es gibt, wir begleiten das ganze Familiensystem und von den Kleinsten bis zu den jungen Erwachsenen auch. Aber ich habe auch manchmal die Großeltern bei uns in der Flüsterpost sitzen, die natürlich auch trauern, ja, um die Gesundheit ihrer Tochter, ihres Sohnes. Also im Prinzip die ganze Familie kann mit einbezogen werden. Junge Erwachsene, Studierende, die zwischendrin mal anrufen und sagen, meine Mama ist erkrankt, ja, ich brauche mal jemanden, mit dem ich reden kann. Ja. Bianca, du hattest ja auch leider diese Aufgabe, deiner Familie sagen zu müssen, dass du Krebs hast. Und ja, wie sagt man sowas? Hallo, ich habe Krebs oder wir müssen uns jetzt hier mal zusammen. Also, welche Erfahrung hast du gemacht? Ja. Ich hatte in der Familie, also bei meinem Mann war es klar, der hat es gleich erfahren. Jetzt habe ich auf der einen Seite Eltern und auf der anderen Seite einen Sohn, einen Erwachsenen. Das war sehr unterschiedlich, wie die reagiert haben und auch wie ich das angegangen bin. Zu meinen Eltern bin ich hingefahren, weil die räumlich nahe wohnen und habe halt gesagt, ich muss euch was sagen. Und meine Mutter gleich, aber nichts Schlimmes, oder? Und ich doch. Also das war, ich hab mir eigentlich gar nicht so viel Gedanken vorher gemacht. Ich habe nur gewusst, ich muss es sagen. Das war gar keine Frage und habe ihnen das erzählt und es war eigentlich ganz, war natürlich ganz fürchterlich für meine Eltern und die haben auch so ein bisschen abgeschottet. Also die wollten gar nicht so viel wissen, weil das natürlich für sie ganz schlimm ist. Das Kind hat Krebs und meine erste Prognose war wahnsinnig schlecht. Also ich war im Stadium 4. Das hat sich dann gewandelt, aber ich konnte ihnen ja auch nicht sagen, dass es wird alles gut. Und das habe ich auch nicht, sondern wir müssen schauen, wie sich einfach die Behandlung weiterentwickelt. Auf der anderen Seite mein Sohn, der weiter weg wohnt, den habe ich angerufen und also mein Sohn ist jetzt nicht der große Reder, aber so wenig hat er noch nie am Telefon gesagt. Also es war sehr, sehr schwierig, natürlich für ihn das auszuhalten, das auf die Entfernung auch auszuhalten. Also ich merke jetzt noch, wie emotional das für mich auch damals gewesen ist im Endeffekt. Ja, und ich war sehr froh, dass er eine langjährige Lebensgefährtin hat, die ihn da auch auffangen konnte. Das ist halt auch ganz wichtig gewesen, wo ich sicher sein konnte, er steht nicht alleine. Also sonst hätte ich auch einen anderen Weg gefunden. Ich hätte, wenn ich gewusst hätte, er ist ganz alleine zu Hause, ich rufe an, das hätte ich nicht gemacht. Dann hätte ich geschaut, dass er auch da eine Möglichkeit hat, dass er aufgefangen wird, ja. Also das war für mich auch so wichtig, weil ich auch, egal wem ich es gesagt habe, immer gesagt habe, stell Fragen, wenn du es wissen willst, rede mit mir. Das ist überhaupt kein Thema. Oder hast du jemanden, weil das ja für alle so dramatisch ist. Frau Burkhardt, ist es denn möglich, als Krebsbetroffene auch bei Ihnen vorstellig zu werden, um mich beraten zu lassen, ganz einfach mal, wie sei es denn nun meinen Kindern oder meinen Eltern oder meinem Jugendlichen oder meinem Gatten? Ist das auch möglich bei Ihnen? Ja, natürlich. Also gerade mit den Betroffenen sprechen wir und fangen sie auf, ja. Einmal die Betroffene selbst, der Betroffene, der den Rat braucht, aber auch der Partner, ja, der auch damit umgehen muss. Und das macht ja auch ganz viel mit der Partnerschaft. Schaffe ich das? Kann ich das mittragen? Was kommt alles auf mich zu? Werde ich überlastet sein? Und wir fördern die Kommunikation untereinander. Wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Welche Ängste habe ich? Um was trauere ich? Bin ich wütend? Und diese Gefühle auszudrücken und zu kommunizieren. Denn das ist auch eine große Herausforderung. Nicht jeder Mensch hat es gelernt, über Gefühle zu sprechen. Und es entstehen dann oft Missverständnisse. Es gibt Wünsche und Erwartungen, von denen man vielleicht denkt, das muss der andere doch wissen, was ich jetzt brauche. Aber es ist so wichtig zu lernen, zu kommunizieren. Es ist wirklich der Schlüssel. Und auch den Kindern die Erlaubnis zu geben, ihr dürft alles fragen. Ihr dürft euch mit euren Sorgen an uns wenden. Und ja.
diese Ermutigung eben und das auch zu üben miteinander, das ist am Anfang nicht immer einfach. Hier möchte ich auch noch mal kurz in eigener Sache sagen, der Verein Eierstockkrebs, also gerade bei Frauen mit Eierstockkrebs, bietet auch eine Angehörigen-Selbsthilfegruppe an, wo natürlich auch die Männer, aber auch die zugehörigen Schwestern, Mütter, Tanten sozusagen sich austauschen können und auch moderiert sich einmal im Monat treffen, was eben auch sehr wichtig ist, dass sich Angehörige mit Angehörigen unterhalten und auch fragen können, sag mal, ist deine Gattin auch so und so oder geht's der bei der Chemo auch so und so? Bianca, hätte dir sowas geholfen, als du erkrankt warst, so eine Beratung durch einen Verein Flüsterpost oder und zu wissen, dass es Angehörigengruppen gibt? Ja, auf alle Fälle. Das ist das, was auch, also im Prinzip mein Mann so in Behandlungsrichtung, also der hat sofort, da hat sich die Nacht drüber hingehockt und im Internet geschaut, was gibt es, also wo kann man sich behandeln lassen, ist auch relativ schnell, die hatten ja gar keine Erfahrung, auf Kompetenzzentren gekommen. Und ich halt in die andere Richtung, was kann ich eigentlich für mich tun, dass ich das hier jetzt überstehe vom Kopf her alleine. Und bin dann ja auch auf OVASH, die Selbsthilfegruppe, gekommen. Ich habe über die Krebshilfe war das, die hat so eine psychosoziale Gruppe angeboten, habe ich mich sofort angemeldet. Wir haben andere Aktionen von der Stiftung Leben mit Krebs gefunden, wo ich mit meinem Mann zusammen hingegangen bin. Also das ist das, was mir und sicher auch mein Mann und meiner ganzen Familie damit, weil es mir ja deutlich besser ging, weil ich da besser mit umgehen konnte. Deswegen hat es uns insgesamt geholfen, das alles so gut zu überstehen. Es ist ja einfach eine Zeit, die man durchhalten muss. Mit Chemo, mit Operationen, mit allem. Und das dauert ja einfach auch lange. Und auf alle Fälle. Also Selbsthilfegruppen, Informationen, Wissen ist ganz, ganz wichtig. Muss man sich auf alle Fälle holen, ja. Frau Burchert, jetzt sagte Bianca gerade so schön, es dauert eine Zeit. Wie lange dauert es denn? Also ich meine, man hat ja nach einem Krebs immer wieder Angst vor einem Krebs sozusagen. Und die Kinder und Jugendlichen, Gatten, kann ich mir vorstellen, haben das auch. Erleben Sie sowas auch in Ihren Beratungen? Ja, also wir begleiten manche Familien nur kurz. Da kommt ein Anruf oder eine Mail und sie möchten gerne unsere Infomaterialien haben. Aber es gibt auch Familien, die wir über Jahre begleiten und mit allen Höhen und Tiefen. Wir machen dann auch Einzelgespräche, also gibt die Familiengespräche, aber jeder darf auch mal alleine kommen und mal sagen, wie es ihm geht. Und da begleiten wir schon auch über einen längeren Zeitraum. Also das ist bei Ihnen möglich, man kann sich auch längerfristig an Sie wenden, das finde ich ganz toll. Und Bianca, wie erlebst du das jetzt? Du bist ja jetzt auch schon länger frei sozusagen und das ist ganz wunderbar. Aber ist das immer noch da in der Familie, bei deinen Eltern, bei deinem Sohn und deinem Gatten? Belastet es immer noch? Also ich glaube, es ist schon im Bewusstsein. Natürlich, je näher mir jemand ist, desto mehr. Bei meinen Eltern hat sich das gewandelt, weil die selber schwer krank geworden sind. Da war natürlich ein anderer Fokus da. Das haben die gar nicht mehr geschafft. Bei meinem Sohn ist es natürlich auch da noch irgendwo. Vor allem, weil ich das ja auch jetzt nicht verheimliche, dass ich Krebs hatte und auch immer noch Ängste habe, dass ich ja mich ja auch damit verändert habe und ja auch die Gefahr eines Rezidivs natürlich immer irgendwo da ist. Bei meinem Mann, der lebt da, der muss da natürlich mehr mitleben noch. Das war so eine Zeit, wo ich ihm auch Ruhe gelassen habe, weil ich gemerkt habe, das braucht er, und habe dann aber auch wieder angefangen, mehr darüber zu reden, damit es so nicht in Vergessenheit gerät. Und ich habe ja auch selber nicht aufgehört. Also ich wollte nie irgendwie, dass ich das selber ganz in Vergessenheit kommen lasse bei mir selber, was ja auch, fand ich, eine Gefahr ist, sondern ich gehe jetzt selber zur Selbsthilfegruppe weiter. Ich bin in einer Kunstgruppe, die nur von Krebsbetroffenen besucht wird. Also ich bin da weiter im Prinzip so mit drinne, und das ist auch das ist mir ganz wichtig, weil ich hatte Krebs und das ist immer da.
Das geht nicht mehr weg. Und das merke ich ja, wie emotional solche Dinge jetzt auch noch für mich sind. Also von daher finde ich das auch sehr sinnvoll, das auch weiter langfristig zu machen. Unabhängig von der Nachsorge, die natürlich ganz, ganz wichtig ist, ja. Und auch aufregend ist für die Zeit davor. Ja. Das ist natürlich auch wieder etwas, Frau Burchert, das Sie sicherlich auch erleben, immer wenn dann der Betroffene wieder so eine Vorsorge-Nachsorge-Untersuchung hat, geht das ja in die Familie auch ein und die Sorgen und Ängste kommen, poppen quasi wieder ab. Erleben Sie das auch so? Ja, natürlich schon Tage vorher, wenn der Termin bevorsteht, dass da eine große Aufregung ist und man aufgewühlt ist und alles wieder hochkommt. Und da ist es auch wichtig, den Kindern zu sagen, sollte es eine Veränderung geben, wir werden euch informieren, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ja, wir werden euch sagen, wenn es eine Veränderung gibt. Das ist ganz wichtig, dass da so ein Vertrauen auch und eine Verlässlichkeit entsteht, damit die Kinder auch die anderen Bereiche des Lebens mit Freude leben können und Freude auch erleben können und nicht zu sehr fixiert sind auf das Thema Krebs. Ja, das ist wahr. Aber jetzt möchte ich nochmal auf das Thema zurückkommen. Kinder, wie sage ich es dem Kind, wenn wir jetzt mal so drei Kategorien machen, 0 bis 6, ja, 6 bis 12, 12 bis 18. Ja, wie sage ich es denn dem Kind? Gibt es da gewisse, ich sage jetzt mal, Kommunikationsregeln? Was schlagen Sie vor? Also die ganz kleinen Kinder, sagen wir mal bis 2 Jahre, 2, 3 Jahre, da ist ja auf der kognitiven Ebene, ist es ja da noch schwierig, alles zu erklären. Aber die Kinder haben ja feine Antennen und die spüren sowieso, irgendwas ist hier im Busch. Also hier läuft gerade was aus dem Gleichgewicht, irgendwas ist los, ja. Und da ist es wichtig, den Kindern viel Struktur zu geben, viel Nähe zu geben, viel Zuwendung und ihnen zu erklären, wenn die Mama oder der Papa ins Krankenhaus müssen, vertraute Personen an die Seite stellen, möglichst viele Rituale beizubehalten, also dem Kind einen sicheren Rahmen zu bieten und in kleinem, so wie es möglich ist, über ein Bilderbuch eben zu erklären, Mama ist krank, Mama braucht Medizin. Und auch da darf man auch die Begriffe Krebs, Chemotherapie schon benutzen, damit Kinder keine Angst in Zukunft entwickeln, wenn sie eine Halsentzündung haben, dass sie auch so starke Medikamente bekommen können wie die Mama. Also man darf diese Begriffe da auch schon verwenden. Bei den Kindergartenkindern, die fragen schon ein bisschen mehr. Also das staffelt sich eben so nach Alter. Da kann man auch schon etwas mehr erklären, auch die Fachbegriffe durchaus verwenden. Und Kinder, je nach Temperament, nach Wissbegierde, fragen die Löcher in den Bauch oder fragen eben nur kleine Häppchen. Und das reicht dann auch, den Kindern das zu erklären, was sie selbst benötigen und was für sie in dem Moment wichtig ist. Ja, und je älter die Kinder werden, umso mehr wollen sie natürlich genaue Informationen. Weil die, so ein bisschen die Gefahr bei den Jugendlichen ist, dass sie im Internet stöbern und dann vielleicht auch auf unseriöse Plattformen stoßen und sich große Angst machen. Da ist es wichtig, vorzusorgen und zu sagen, fragt bitte mich, wir erklären es dir, wir besprechen das mit dir durch, was die Ärzte gesagt haben. Oder such auf diesem oder diesem, dieser Internetseite, da kannst du dir das durchlesen, weil Krebs ist nicht gleich Krebs. Es gibt ganz viele verschiedene Krebsarten und bei jedem Mensch ist der Verlauf anders. Lass dich nicht verunsichern von außen. Und je mehr wir unsere Kinder informieren, umso mehr können wir auch die Angst nehmen und sie stärken, weil von außen kommen auch manchmal unprofessionelle Aussagen und dass Kinder sich da aufstellen können und können sagen, bei meiner Mama, bei meinem Papa ist das anders, wenn dein Opa vielleicht daran gestorben ist. Bei uns sieht das im Moment ganz anders aus, dass die Kinder da selbstbewusst auch reagieren können. Mhm. Bianca, wie erlebst du deinen Sohn, wenn wir jetzt nochmal auf deinen Sohn schauen? Jetzt Jahre später sozusagen, ist der gut davor, kann er gut damit umgehen oder fragt er immer noch mal, ist es immer noch Thema oder eher nicht? Also er fragt eher weniger von sich aus. Ich erzähle, wenn irgendwas ist. Ich bin da sehr offen. Ich habe gemerkt, dass er so ein bisschen näher gerückt ist. Also
er wohnt ja weiter weg. Wenn wir uns denn mal sehen, dann nimmt er mich viel mehr in den Arm, als er das vielleicht früher gemacht hat. Aber so ist es, also wir reden auch mal darüber, was jetzt ist. Ich glaube, es ist dadurch, dass ich wieder sehr aktiv geworden bin, ich arbeite wieder, also ich habe wieder ganz viel von meinem alten Leben zurück. Natürlich nicht alles, das Chemotherapieoperation ist kein Spaziergang, das merkt man ja auch hinterher noch. Aber dadurch, dass er sieht, dass es mir wieder sehr gut geht, ist natürlich viel von der Angst auch weg, dass ich jetzt bald sterbe, sage ich mal. Was am Anfang nicht so war. Also das war natürlich ganz anders, aber dadurch, dass es einen sehr guten Verlauf genommen hat, hat er da auch viel mehr Ruhe bekommen, was das angeht, ja. Und ein Baustein ist eben Normalität oder wie Frau Burchert vorhin sagte, Struktur und Rituale, genau. Sozusagen, ja. Gemeinsame Normalität leben, auch in der Unnormalität. Ja. Gibt es denn da noch welche Tipps, was man zum Beispiel machen kann? Und ich möchte hier jetzt auch nochmal den Fokus auf Pubertierlinge legen, weil die ganz besondere Phasen durchleben mit sich selbst natürlich und können sich und wollen sich jetzt auch gar nicht mit Mama oder Papa im Krebszustand, das ist ja der richtige Prozess, die Ablösung und dann kommt so ein Hammer. Was ist denn mit diesen Kindern oder Jugendlichen los? Ja, also wie Sie schon gesagt haben, die Jugendlichen sind ja eigentlich gerade dabei, sich abzulösen und da kommen die manchmal ein bisschen ins Schlingern. Jetzt wollen sie doch Verantwortung übernehmen für die Mama, für den Papa, wollen hilfreich sein und sind innerlich manchmal in so einem Konflikt. Aber auch da immer wieder das Gesprächsangebot machen, wohl wissend, dass die manches auch mit sich selbst ausmachen wollen oder mit anderen. Und bei Gleichaltrigen kommen sie manchmal, machen sie so die Erfahrung, wenn die anderen eben keine Krebserkrankten in der Familie haben, dass sie es nicht so nachvollziehen können, da fühlen sie sich dann auch an der falschen Adresse. Und da schauen wir eben auch von der Flüsterpost, dass wir Gruppenangebote machen, einmal im Monat für die Familien. Da können sich Eltern austauschen, da können sich Kinder, Jugendliche austauschen. Wir machen da stärkende Angebote, zum Beispiel im Kletterpark, was auch verdeutlichen soll, wenn das Leben ins Wackeln gerät, ich kann das trotzdem schaffen, da drüber zu kommen. Und das ist so ein Unterstützungsangebot, was wir machen. Und man sollte den Jugendlichen immer sagen, okay, wenn du im Moment nicht reden willst, du musst es nicht mit mir tun, du darfst es auch mit einer anderen vertrauten Person tun, aber achte gut auf dich, wenn du merkst, du kannst dich in der Schule nicht mehr gut konzentrieren, die Leistungen gehen runter oder du hast oft Magenschmerzen, dann nimm das als Signal und such dir einen vertrauten Menschen, auch wenn wir als Eltern das vielleicht jetzt für dich nicht immer sind, aber das Angebot ist da. Du bist uns wichtig, also diese Wertschätzung auch den Kindern entgegenzubringen. Du bist einer der wichtigsten Menschen hier in der Familie. Das haben Sie schön gesagt. Ich möchte noch mal den Ball zu Bianca spielen. Bianca, Krebs ist keine Freude. Man will es wirklich nicht erleben. Jetzt haben wir das erlebt. Was hat es dir gebracht? Was ist eigentlich positiv dabei? Was hast du mitgenommen? Was kannst du umwandeln vom Negativ ins Positiv? Ja, das mache ich gerne. Dinge vom Negativen ins Positive, wenn schon negative Sachen da sind. Was für mich sehr gut war, ist, was mich bestärkt hat, dass mir viele reflektiert haben, dass sie das als sehr positiv empfunden haben, dass ich so offen bin. Also das ist was ich mit in andere Bereiche in meinem Leben mitgenommen habe. Ich habe für mich mehr erkannt, auf was es im Leben wirklich ankommt. Also dass ich viele Dinge einfach links liegen lassen kann. Dass ich auch, ich sage das jetzt mal so, Menschen, die mit denen ich nicht umgehen kann, wo ich mich früher vielleicht eher abgemüht hätte, also wo ich eher sage, okay, es ist okay, ich mache das und das mit dir, aber das war es dann auch. Also ich bin viel klarer in meinen Aussagen geworden und stelle mich halt eher hin und sage, ja, das ist mir wichtig, das ist mir nicht wichtig, ich mache eher Dinge. Also ich habe während meiner letzten Chemo
einen Kletterkurs gemacht und habe alle Fotos von diesem Kletterkurs rumgeschickt, weil ich das einfach wichtig fand, weil es mir Spaß macht. Die haben alle gesagt, du spinnst jetzt, du bist, dir geht's nicht gut und dann machst du sowas. Dann sage ich, ja, genau. Also einfach Sachen machen. Das ist das, was ich eher mache. Ich zappel da nicht lange rum, sondern ich mache so Dinge dann einfach. Und was hat es deiner Familie gebracht? Hat die einen Vorteil jetzt von dir? Ja, natürlich, dass ich halt noch mehr Dinge einfach so mache und auch einfach umsetze und dass die für sich natürlich auch sehen, dass das sinnvoll ist, sowas zu machen und da nicht mit hinterm Berg zu halten. Und also gerade jetzt auch im Verhältnis zu meinem Mann, der auch nicht so der große Reder ist, dass wir halt auch viel mehr, also unsere Beziehung viel, viel offener leben und auch versuchen, da einfach ehrlicher und offener miteinander umzugehen, ja, als vorher. Weil, also mein Mann hat, ich habe mich im Vorfeld mit ihm nochmal unterhalten, er hat gesagt, das war natürlich, also von seiner Seite aus hat sich unser Verhältnis einfach nochmal mehr gefestigt, weil er A gesehen hat, wie ich das durchstehen kann und wie er mir auch dabei helfen kann. Das war natürlich auch für ihn ganz wichtig, dass er nicht tatenlos daneben steht. Dann, ja. Ganz toll. Also auch danke, Bianca, für deine offenen Worte. Ich selbst habe es genauso miterlebt. Also man rückt doch näher zusammen in Krisenzeiten und öffnet sich dennoch und macht viel mehr Dinge auch mal alleine mit dem Wissen, dass die starke familiäre Wand hinter einem steht. Ja. Das Großartige ist, dass es inzwischen im Gegensatz von vor 8 Jahren solche Vereine wie die Flüsterpost da sind, um auch zu unterstützen und zu begleiten. Und jetzt habe ich hier noch eine Chatfrage. Meine Tochter ist 19. Wie kann ich sie daran bestärken, ihr eigenes Leben zu leben und nicht Entscheidungen von meiner Erkrankung abhängig zu machen? Frau Burchardt, was sagen Sie dazu? Ja, also ich denke, mit 19 ist da schon ein Grundstein gelegt, ja, aber man kann trotzdem gerade durch die Erkrankung der Mutter, des Vaters auch lernen, Prioritäten zu setzen und auch dieses Unvorhersehbare im Leben haben die Kinder und Jugendlichen ja auch erlebt, ja, dass sie lernen, das Leben zu leben. Das ist sehr wahrscheinlich das Fazit daraus. Ja, ich selber habe meinem Sohn damals und auch heute immer noch gesagt, Wurzel und Flügel. Mhm. Die Wurzeln hast du jetzt gekriegt. Ja. Nutze nun deine Flügel, die wir auch angelegt haben, um auch zu fliegen oder und auch Bruchlandungen zu machen. Dafür sind dann die Wurzeln wieder da. Und natürlich, man kann viel erleben als Jugendlicher. Man fällt bestimmt auch viel, aber letztendlich muss man da durch und eben alleine seine Lösungswege finden. Und toll ist es, wenn auch gerade Eltern und wenn sie erkrankt sind, noch wie eine Wand dahinter stehen. Sie beide gehen jetzt in den Expertenraum und beantworten Fragen. Ich möchte das Publikum sehr anregen, mit in diesen Raum zu kommen, weil wann hat man schon mal eine Gelegenheit, mit einer Patientin zu reden, die so offen ist und von sich so gerne auch preisgibt, wie sie das gemanagt hat und wo sie jetzt steht. Und auch toll, Frau Burchardt mit ihrem Verein, was es für Angebote gibt. Und greifen Sie doch drauf zurück, machen Sie Kontakte, Netzwerken Sie, damit Sie gut durch diese Krankheit kommen. Hier geht es jetzt gleich weiter, also um 10 vor, 16.15 Uhr folgt ein Film über Armut und Krebs und soziale Folgen einer Krebserkrankung von Dr. Ulf Seifert der Klinik Sonnenblick aus Marburg. Ein höchst sehenswerter Film, den Sie beide leider verpassen werden, aber Sie können ihn ja nachsehen sozusagen. Es ist ja on demand. Dieser Film ist toll, weil er nochmal genau aufzeigt, dass Krebs eine teure Angelegenheit ist und dass man wirklich für jeden Cent kämpfen muss und dass man auch mit den Krankenkassen nicht immer einfaches Spiel hat. Damit entlasse ich Sie beiden und bedanke mich nochmal sehr herzlich für diese offenen und warmen Worte auch und freue mich, wenn viele Menschen mit Ihnen in dem Chatraum gleich sind. Vielen Dank. Sehr gerne und vielen Dank. Sehr gerne geschehen. Thank you.